Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vampire Dawn Reign of Blood. Mann, mein Hals zu langsam mehr, aber egal. Wir machen trotzdem weiter. Elaine, was ist nur aus mir geworden? Du fragst, was aus dir geworden ist? Ich sag es dir. Etwas Besseres. Etwas Besseres? Sieh es doch mal von der Seite. Sieh es doch mal von der Seite. Du hast jetzt viel Macht, mehr als je zuvor. Trotzdem scheinst du noch viel deiner Menschlichkeit zu besitzen. Denn sonst hättest du nie diese Frage gestellt. Mag sein, doch was ist, wenn ich kein Vampir sein will? Warum sollst du kein Vampir sein wollen? Vielleicht will ich einfach. Es gibt keinen Grund, wieder ein Mensch werden zu wollen. Ich weiß nicht, es ist alles so verwirrend für mich. Alna, du wirst es schon noch akzeptieren. Bis dahin und natürlich auch darüber hinaus, wenn wir Freunde sein, okay? Freunde? Ich habe all meine Freunde verloren. Deswegen will ich auch, dass wir Freunde werden. Ich will zu Aisha. Zu Aisha? Ich denke, sie ist tot. Ja, verdammt, sie ist tot. Doch ich habe sie geliebt und ich liebe sie immer noch. Du musst das endlich akzeptieren. Mit deinem kindischen Getue wirst du sie auch nicht wieder lebendig machen. Nein, du hast vollkommen recht. Mit meinen Worten nicht, aber mit meinen Taten. Mit deinen Taten? Aska konnte sich wiederbeleben. Dann kann er es auch mit Aisha machen. Selbst wenn. Du weißt noch nicht einmal, wo sich ihre Leiche befindet. Dann werde ich nach ihr suchen. Ja, ich werde zurück nach Klenna gehen. Sei doch vernünftig. Dort wirst du ihre Leiche niemals finden. Das werden wir ja sehen. Kommst du mit? Wie bitte? Als groß, wir könnten, dass du gehst und jetzt willst du, dass ich mitkomme? Wieso denn nicht? Oder glaubst du, Aska kann nicht alleine klarkommen? Du weißt doch nicht einmal, wie man sich in eine Fledermaus verwandelt. Allein schon deswegen bitte ich dich mitzukommen. Ach ja, das ist alles, was du von mir willst. Meine Verwandlungskünste? Natürlich nicht. Na schön, das will ich auch geraten haben. Es tut mir leid. Schon gut, ich bin mir sicher, du hast es nicht so gemeint. Gehen wir? Na schön, aber wir sollten bald wieder zurück sein. Ich habe hier noch einige Tränke, die nützlich sein könnten. Fünf Heilfühle, oh. Sehr schön. Ich glaube, das wird dem Aska nicht sehr gut gefallen. Verdammt! Was ist los? Irgendwas verraubt mir meine Kraft, verdammt! Lass mal schön in die Tiefe fallen. Ihr kommt hier nicht weg. Wir sollten uns um den Keller kümmern. Dieses Kopfsymbol heißt, dass es extrem starke Gegner sind. Na, wer ist denn hier in die Falle gegangen? Moment mal. Du bist das! Du Schwein, wo ist meine Freundin? Wie bitte? Welche Freundin? Moment. Ah, jetzt erkenne ich dich erst. Bist dieser Köter, der überall rumschnüffelt. Hast dich jetzt ganz schön verändert. Du bist ja ein Vampir geworden. Okay, jetzt reicht's. Wo hast du sie versteckt? Setze, du verstehst anscheinend immer noch nicht. Nun ja, was soll ich denn auch von einem elenden Köter wie dir anders erwarten? Pass bloß auf, was du sagst. Ach ja, du hast mir deine kleine Hure noch gar nicht vorgestellt. Hure? Was soll das alles? Was soll das alles? Nun, ich töte Vampire. Mehr braucht ihr nicht zu wissen. Ach doch, da gibt es noch etwas, das euch bestimmt interessiert. Ihr seid die Nächsten. Erlegen wir diesen Spinner.
Aber er weiß, wo sich Eichers Leiche befindet. Ihr werdet schöne Blutgeister abgeben. Abraxas erscheint überrascht den Gegner. Verdammt, wo ist Eich? Eicher, du meinst wohl Mulana. Egal, wo ist sie? Hol dir doch aus mir heraus. Mit Vergnügen. Wir sind und machen überhaupt gar keinen Schaden. Ja, nein. Ich weiß gar nicht, ob ich euch schnell oder langsam vernichten kann. Pech für dich, unsere Wahl fällt erleichtern. Wir vernichten dich schnell. Schneller als dir lieb ist. Vampirköder, ich lache über dich und deine kleine Hure. Na, frisst du uns die jetzt oder müssen wir jetzt noch die Kopf zur Hälfte abtrennen? Ah, ich trink mal was kurz. Wenn mein Hals brennt, fängt langsam an zu brennen. Allmählich werdet ihr lästig. Du bist jetzt schon lange. Okay, ihr kleiner Pyro, ihr habt es viel zu lange überlebt. Jetzt kommt euer Ende. Mal na, Vorsicht! Abraxas, aber durchstarten. Oh, mir tut alles weh. Glaubst du, mir geht es besser? Aber verwunderlich, dass wir noch leben. Leben? Ich bin schon tot. Jetzt hör doch endlich auf, in Selbstmitleid zu versinken. Wir haben alle keine Zeit dafür. Keine Zeit? Wir sitzen hier anscheinend fest. Ja, keine Zeit. Wir müssen hier raus. Verdammt, wäre ich doch nur im Schloss geblieben. Aber im Grunde genommen sind wir schon froh, dass sie dabei ist. Du bist froh? Ja, ich bin froh, dass du bei mir bist. Na, sowas. Nun ja, jedenfalls müssen wir hier raus. Okay, okay. Haben wir irgendwas Besonderes? Neue Ausrüstung oder so? Gucken wir mal rum. Können wir den Lichtring weggeben? So. Okay, da kommen wir nicht raus. So. Ah, das hat einige Kämpfe in sich, wie ihr sehen könnt. Du Scheiße. Aber vom Schaden her geht's eigentlich noch. Wir müssen, allein noch ein bisschen leveln. Okay, die Robben machen bei Wanda ziemlich wenig Schaden, das finde ich gut. Okay, sehr schön. Ja.
könnte jetzt ein bisschen nervig werden mit dem Gegnern. Ich werde halt die ganze Höhle erkunden da. Jetzt halt ein bisschen, wie gesagt, nervig mit den Gegnern. Wir können nach einem Schritt kommen, wir können nach 20 Schritte. Wo hab ich euch schon alles jetzt hier? So, Gegenstand. Gut, Fiole brauchen wir schon nicht. Wer hält seinen Heilbalsam? Genau deswegen, da sind überall Truhen verteilt. Die könnten wir eigentlich, die können wir alle gut brauchen. Den sehr schön gemacht, Elaine. Und wieder ist ausgerichtet, sehr gut. Einer ist Level 4 und hat Schatten des Wolfs gelernt. Fähigkeit, Schatten des Wolfs. Da könnten wir theoretisch schneller laufen. Ah. Und wieder ein Wurm, der nervt. Sehr schön. Na, kamen wir? Jetzt sind's doppelte. Wenn wir die Höhle erkundet haben, dann beende ich die ganzen Kämpfe. So lang können wir leveln. Und irgendwann ist Lane so stark, dass er auch nicht mehr so wirklich viel Schaden kriegt von den ganzen Würmern. Komm schon, stirb! Ja, Lane ist immer noch kein Level up. Okay. Stärkere Gegner. Oder andere. Keine Ahnung, ob die jetzt stärker sind. Ich glaube, die haben auch eine Fähigkeit, soweit ich mich erinnere. Ja. Können die ihren Angriff steigern. Oh Gott, fuck. Okay, jetzt müssen wir Elaine aus der Starre zurückholen. Gegenstand, Trank der Ewigkeit. So. Heilfiole. Na. Ja, das weicht auch noch aus, das gibt's doch nicht. Schon wieder, ey. Was ist denn das für ein Kackwurm? Ja, hast du davon. Yes, yes. Level up. Wo geht's denn hier hin? Da gibt's einen Geist.
Ein Geist? Ah, endlich. Ich bin meiner jetzigen Existenz müde. Keine Freude mehr. Endlich ist jemand gekommen, dem ich meine Kräfte verleihen kann. Etwa ich? Ich bin müde. Nimm meine Kräfte und leb wohl. Dauer der Skelettbeschwörung gestiegen. Cool. Wie ihr sehen könnt, hat es große Vorteile, wenn man die ganzen Sachen hier erkundet. Es ist wie eine hässliche Statue. Hier unten ist noch etwas. Eine geheime Schublade. Mehrere seltsame Steine. Ja, cool. Ach nein, jetzt schon wieder diese Viecher. Weil ich nicht so viel Schaden einstecken will. Oh, Spiel! Also manchmal übertreibst du es, ne? Mit deinem Gegner. Und das sind die nächsten Viecher. Aber egal. Erfahrungspunkte sind immer gut. Dann mach ich halt mal den Patasams Weiße länger. Vielleicht eine halbe Stunde oder so. Mal gucken. Bessere Rüstung. So, da ist noch eine Kiste. Hellstau. Ah, genau, dann machen wir noch fertig. Gesucht. Ah, den einen Packel machen wir gerade mal fertig. Ha, ausgewischen. Jetzt müssen noch ein kritischer kommen. Eigentlich sind die Viecher schwächer, aber durch den Buff, den sie dann kriegen, sind sie halt stärker. Ah, Spiel, mach mich nicht. Du hast eine Blutfiole, aber erstmal. Was gibt's denn hier unten? Da ist noch eine Kiste. Da ist auch noch eine Kiste. Aber natürlich müssen wir vorher nochmal kämpfen. Aber das ist ja egal. Okay.
Vampire Dawn ist auch eines meiner Lieblingsspiele. Ich habe bis jetzt kein anderes RPG gesehen, was so gut ist, meiner Meinung nach. Und deswegen kann ich das Spiel nur empfehlen. Oh, Alter! Genau, Spiel übertreiben. Genau, es ist dann halt ein bisschen nervig, dass nach allen 5 Metern ein Gegner kommt. Wo kommen wir denn hier hin? Da geht's weiter. Aber ich gehe nochmal nach unten. Weil da noch eine Kiste sein kann. Und man soll alles mitnehmen, wenn es möglich ist. Da ist nichts mehr, aber da oben mache ich noch eine Kiste und die will ich schon unbedingt mitnehmen. Ja, ich beeile mich ja schon. Deswegen ignoriere ich auch erstmal die ganzen Kämpfe und bin natürlich auch falsch gelaufen. Alter. Es nervt, es nervt. Aber egal, wir haben es bald durch. Noch nach links. Nach den Einwurf machen wir gerade fertig. Und das Coole ist, dass sie sich regenerieren. Man muss nur ein bisschen rumlaufen, dann hat man wieder voll. Ich glaube, es ging hier nach unten, genau. Alter! Das hasse ich, wenn direkt nach einem Schritt wieder so ein scheiß Gegner kommt. Aber egal. Den ignoriere ich. Ein Speicherstein, der ist immer gut zu gebrauchen. Ist da oben noch was? Ah, da waren wir schon, okay. Bum, bum, bum. Das ist mir egal, ob wir in Schande fliehen. Ich will hier weiterkommen. Und du Höhlenferkel kannst mich mal. Ich gehe. Und du Höhlenfackel-Erdturm, ihr könnt mich machen. So. Und du Erdturm, du wirst jetzt Matschepampe werden. Ich hab's ja gesagt, wer sich mit uns anlegt, der wird Matschepampe. Außer die ignoriere ich einfach mal.
Und die ignoriere ich auch einfach mal. Ich muss wieder hoch. Ah, es wird schon wieder falsch. Oh Gott. Keine Ahnung, wie wir in die Mitte kommen. Ein bisschen Leveln für zwischendurch schadet ja nicht. Okay, da gibt's nix. Ja, es kann sehr nervig sein, ich weiß. So, mal gucken, was es hier gibt. Ich hatte, dass es keine Karte oder sowas gibt. Na, oh, eine Sackgasse. Toll. Gibt's hier oben wenigstens was? Yes. Ei, Karamba, ei, Karamba. Das wird noch was werden. Ihr habt doch eh keine Chance. Ihr kleinen Würmchen. So, da sind wir wieder hier unten. Waren wir da schon? Ja, da waren wir. Ich geh mal hier lang. Hier geht's bestimmt weiter und dann wollen wir ja noch nicht hin. Oh, ich hasse Abzweigungen. Ah ja, habe ich mir schon gedacht, dass es da weitergeht. Aber wie ihr mich kennt, nehme ich alles mit, was man mitnehmen kann. Und das heißt weitere Nerven von Gegnern. Da oben ist nix. Ah, stirb, du dreckiger Scheißwurm. Haha. Dafür wissen wenigstens, dass er uns nervt. Ja, keine Lust. Wir gehen jetzt einfach durch, soweit wie es geht, ohne Gegner genervt zu werden. Aber es geht ja leider hier nicht. Eine scheiß Sackgasse. Nach 2-3 Schritten kommt's wieder. Oh, ein Wunder. Da unten waren wir ja noch nicht gewesen. Oder gab's da überhaupt was? Yep, da unten gab's was. Ich hoffe, Truhen. Da schon mal nicht. Nein, ich würde auch keinen automatischen Gang.
Ach, wenn wir schon mal angefangen haben, können wir es auch beenden. Wenn schon, wenn schon. Hier wird jetzt doch so 100% verarbeitet. Kacke, eben sonst hier hingelatscht. Wir kriegen noch nicht mal eine Belohnung, dass wir extra den Weg hier lang gelaufen sind. Meine Phrasen. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir in die Mitte dahin kommen können. Irgendeine Fähigkeit? Schattenwolf. Keine Ahnung. Oh ne, das ist falsch. So. Nein! Nein! Ich will nicht weiter! hab jetzt genug aufgenommen, würde ich sagen. Sind hier jetzt 4, 5, 6 Parts, die ich jetzt hintereinander aufgenommen habe. Und hoffe, dass es euch ein bisschen gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal erkunden wir weiter die Höhle und werden genervt von Viechern. Bin mal gespannt, wie es dann weiter geht mit Aska, Lane, Walner und Co. Seid auf jeden Fall gespannt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye bye und tschüssi Kowski. Abonnieren, liken, folgen, nicht vergessen. Habe ich fast vergessen zu sagen. Wie auch immer. Tschüss.